Hi, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal der Kinder- und Jugendbibliothek. Ich bin der Chris und ich habe euch hier was mitgebracht. Ein Rubik's Cube oder Zauberwürfel. Wenn ihr den auch zu Hause habt und hier gelandet seid, sieht er wahrscheinlich nicht mehr so schön sauber aus wie jetzt gerade hier bei mir, sondern vermutlich ziemlich verdreht. Wie ihr den lösen könnt und warum Intelligenz nicht mal zwingend was damit zu tun hat und es super easy ist, das zeige ich euch jetzt. Viel Spaß! Okay, bevor wir jetzt gleich loslegen, muss ich euch erstmal so ein paar grundlegende Sachen erklären. Die erste Frage ist, was ist denn ein Algorithmus? Das ist im Grunde eine Zugabfolge. Ja? Also wenn ich euch jetzt gleich sage, rechts rauf, oben nach links, hinten zweimal im Uhrzeigersinn und sowas, das ist ein Algorithmus. Und der wird nicht so dargestellt, wie ich ihn gerade beschrieben habe. Der ist ein bisschen verschlüsselt, allerdings sehr leicht verständlich. Und zwar funktioniert es folgendermaßen: Die rechte Seite wird mit R abgekürzt, die linke Seite mit einem L, die obere Seite mit einem U und nicht mit einem O. Warum? Weil die über die ganze Welt hinweg benutzt werden, diese Algorithmen sind die in Englisch, deshalb U für up, für oben, D für down, ne, für unten und B für back, also für die Rückseite. Und als allerletzte Seite dann noch großes F für die Vorderseite, also für Front. Okay, aber in welche Richtung muss ich jetzt eigentlich drehen? Wir wissen jetzt, wie welche Seite abgekürzt ist, aber was muss ich denn jetzt eigentlich machen? Dafür gibt es auch eine Kurzform. Wann immer der Buchstabe alleine dasteht, wird die Seite im Uhrzeigersinn gedreht. Wann immer noch so ein Apostroph, so ein Strich hinter dem Buchstaben kommt, heißt es, dass die Seite gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden muss. So, und da sind wir auch schon. Noch sieht unser Würfel ganz passabel aus, schön sortiert. Und das wollen wir jetzt erstmal ändern. Also fangen wir einfach mal an, ihn schön zu verdrehen. Einfach ein bisschen durchmixen. Keine Angst, ihr könnt keine Situation erzeugen, die ihr später nicht mehr lösen könnt. Außer ihr verdreht natürlich Steine in sich, ja, also dass ihr die quasi halb rausbaut, ja, dann natürlich schon. Aber auch die Fehler lassen sich leicht korrigieren, wenn ihr den Würfel dann einmal korrekt löst, fällt euch dieser Fehler schnell auf und dann kann man das auch wieder zusammenfügen. So. Genauso mache ich es zum Üben sehr gerne. Wenn immer ich was Neues hier ausprobiere, einmal komplett die weiße Fläche freimachen, bis auf den fixen Mittelstein. Das funktioniert ganz gut, weil ihr jetzt gezwungen seid, wirklich alles einmal von Grund auf zu machen, dadurch setzt sich das nachher leichter im Kopf fest. Und was wir jetzt machen ist, wir bauen erstmal unser weißes Kreuz, also dass diese weißen Steine hier nachher korrekt sitzen. Und das machen wir jetzt mal. Wir fangen mal mit dem hier an, weiß und orange, drehen ihn einmal nach oben, weil oben ist ja noch nichts, bis auf unseren Mittelstein. Da sind wir noch sehr frei. Und jetzt drehen wir den einfach zu dem anderen orangenen Mittelstein rüber, also einmal rüberdrehen. Und zack, der sitzt. So, hier haben wir Grün. Grün sitzt glücklicherweise hier nebenan. Also dreht den einfach mal runter, sodass wieder Grün auf Grün in dem Fall liegt. Und einmal den Mittelstein nach oben drehen. Der passt auch. Wir machen weiter. Rot sitzt glücklicherweise noch genau an der Stelle, wo er auch hin soll. Also den auch einmal nach oben drehen. Ups. Einmal rot hoch. So. Und Blau. Blau sitzt verkehrt rum drin, in dem Fall super, weil ja noch nichts vom Würfel grundlegend gelöst ist. Das heißt, den hier einfach so hindrehen, dass wieder Blau auf Blau liegt und einmal komplett nach oben. Und damit haben wir unser weißes Kreuz. Im nächsten Schritt gehen wir jetzt über dazu, diese Steine hier in der korrekten Farbe noch zu platzieren. Dafür gucken wir einfach mal nach einem günstigen. Der hier sieht ganz gut aus. Hier einmal rot und blau. Hier haben wir zwar rot, aber er passt hier noch nicht ganz.
Doch, der passt da. Der passte. So. Der hier muss hier hin. Wie kriegen wir den jetzt dahin, ohne unser Kreuz kaputt zu machen? Ganz einfach. Dreht euch den erstmal zur Kontrolle hin, dass ihr gucken könnt. Blau sitzt auf Blau. Weiß muss dahin. Also stimmt der hier grundlegend an der Stelle. Und was ihr jetzt macht ist, dreht den mal auf die Seite weg. Holt euch die Stelle, wo er hin soll, hier nach unten, sodass Weiß zu euch guckt. Dreht die Seite unten wieder zurück. Jetzt seht ihr, die liegen zusammen. Und einfach wieder zurück nach oben. Und ihr seht, der Eckstein hier, der passt jetzt. Und das ist es im Grunde. Das wiederholen wir jetzt nur noch. Hier ist der andere rote. Rot sitzt auf Rot. Der muss dahin. Der stimmt also. Also einmal auf die Seite drehen. Die Seite, wo er hin soll, nach unten. Die Seite, wo ihr weggedreht habt, zurück. Rot liegt auf Rot. Einmal nach oben. Soweit, so gut. Zwei fehlen noch. Hier haben wir Orange. Orange auf Orange. Ist also hier stimmig. Also einmal auf die Seite packen. Die Seite, wo ihr hin soll, nach unten drehen. Die untere Seite wieder zurück. Orange auf Orange. Und wieder nach oben. Und mit dem letzten machen wir das jetzt auch noch. Spannend, der sitzt komplett falsch rum drin. Was machen wir jetzt? Wir können ihn ja nicht reindrehen. Dann wäre ja grün oben, das wäre falsch. Was machen wir jetzt? Dreht die Seite einmal nach unten. Jetzt sitzt Weiß ja theoretisch richtig rum, wenn auch hier noch an der falschen Stelle. Also drehen wir den einfach mal weg. Einfach mal drehen, bis euch die weiße Seite hier wieder anguckt. Und dann könnt ihr die Seite wieder nach oben wegdrehen. Und damit stimmt er jetzt wieder von der Position. Jetzt gucken wir hier, Orange auf Orange, also er muss hier hin. Und jetzt einfach wieder auf die Seite drehen. Die Seite, wo er hin soll, runter. Untere Seite zurück. Nach oben drehen. Und tada! Ihr habt erfolgreich die weiße Seite gemacht. Erster Schritt getan. Und jetzt machen wir dann im nächsten Schritt weiter mit der Seite hier. So, weiße Seite erfolgreich geschafft. Wir machen weiter mit der zweiten Ebene. Ich habe mir hier schon mal einen hingedreht, den wir jetzt brauchen. Und was wir jetzt quasi bauen, ist so eine T-Form hier. Das heißt, dass diese Farbe hier von dem Stein hier mit dem hier übereinstimmt. Das müssen die gleichen Farben sein, sonst funktioniert der Schritt nicht. Und ihr seht, der muss hier hin. Der müsste jetzt quasi rausgerissen werden und hier reingesetzt werden. Und den hier müssten wir rausreißen und an die Stelle setzen. Das machen wir aber nicht, dafür gibt es eine Kombination, die wir nutzen können. Einmal die Seite wegdrehen, in dem Fall nach rechts, weil er muss nach links, also ihn wirklich entgegengesetzt zu der Seite, wo er hin soll, einmal wegdrehen. Die Seite, wo er hin soll, nach unten drehen. Euren Stein, den ihr gerade weggedreht habt, zurückdrehen, dass ihr wieder, ja, in dem Fall jetzt so ein L habt. Und dann die Seite wieder nach oben drehen. Seht ihr, jetzt habt ihr also fast so eine angedeutete S-Form im Grunde. Und jetzt seht ihr, nicht erschrecken, wenn ihr mal guckt, wir haben den weißen Stein rausgedreht. Keine Panik. Ihr könnt ihn wieder mal so hindrehen, so habe ich das am Anfang gerne gemacht. Dann könnt ihr gucken, der müsste da wieder rein. Also drehen wir ihn einfach rein, wie gerade mit den Ecksteinen. Einfach wieder reindrehen und ihr seht, Magic Attack, der Stein sitzt jetzt richtig. Und das machen wir mit den anderen jetzt genauso. Also hier wieder das T bauen, wir haben Rot und Blau, Blau sitzt hier, also muss er nach links. Was machen wir? Wir drehen ihn rechts weg, holen uns die Seite nach unten, wo er hin soll, drehen die obere Seite hier wieder zurück und packen den wieder rauf. Damit sitzen die zwei jetzt verbunden zusammen. Jetzt wieder kurz orientieren. Da muss er hin, da oben. Also wieder wegdrehen, die Seite runterdrehen, Eckstein zurückdrehen und tada, der sitzt auch. Also wie gesagt, da gibt es auch Zugkombinationen für, die ihr einfach runterziehen könnt, aber ich wollte in dem Video hier möglichst wenig Algorithmen und wenig Züge zeigen. Von dem her machen wir es jetzt so. Das ist auch ein bisschen bildhafter, als wenn ich euch jetzt hier unten im Video einfach nur einblende, was ihr machen müsst.
So, nächster Schritt. Wir haben unser T wieder gebaut und der hier muss dahin. In dem Fall also mal nach links statt nach rechts. Aber sonst ändert sich eigentlich nicht viel. Ich mache das jetzt ein bisschen schneller mit den anderen Steinen, weil ändern tut sich im Grunde jetzt nichts. Das ist genau das gleiche Spiel. Und ihr seht, zweite Ebene geschafft. Das heißt, im nächsten Schritt machen wir weiter mit der letzten Seite, der gelben, und arbeiten uns da weiter vor. So, wir sind bei der letzten Seite der gelben angekommen und ab diesem Punkt gibt es drei Möglichkeiten, was ihr hier sehen könnt. Es kann sein, dass ihr nur den gelben hier seht, dass das der einzig gelbe Stein ist, den ihr auf der ganzen Fläche seht. Es ist ebenso möglich, dass ihr nur so eine Dreierreihe habt oder als letztes das, was ich hier habe, so eine Ecke hier. Und was wir jetzt quasi machen, wir drehen uns den Würfel so hin, dass ihr entweder den Mittelstein seht, dann müsst ihr ja gar nicht groß gucken, diese Dreierreihe genau so parallel zu euch quasi liegt oder dass diese Ecke hier so nach oben zeigt. Und dann gibt es einen Zug und den blende ich euch jetzt unten auch ein. Den braucht ihr in dem Fall. Jetzt können wir es nicht mehr so optisch machen. Ihr dreht die Front, die zu euch zeigt, einmal nach rechts, oben nach links, rechts nach oben, oben zurück, rechts nach unten und die Front zurück. Auch hier gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten, was ihr sehen könnt. Entweder ihr habt dieses Bild hier so ein bisschen wie ich, dann packt ihr euch einen von den leeren Steinen hier auf die linke Seite, dass die so von euch links weggucken. Oder es kann sein, dass ihr hier diese Konstellation hier habt, aber der hier ist nicht gelb. Also das hier oben wäre eine andere Farbe. Und dann dreht ihr ihn euch so hin, dass ihr dieses Quadrat, in manchen Anleitungen wird es dann hier auch als Fisch beschrieben, weil mit diesem Viererblock und den zwei Seitenstücken erinnert es so ein bisschen an eine Fischform. Also dass ihr den Fisch quasi aus eurer linken Hand her quasi füttern könnt, in Anführungsstrichen. So, aber in unserem Fall stimmt es nicht. Wir brauchen die hier. Was machen wir jetzt? Rechts drauf, rechts, oben, rechts, oben, oben, rechts. So, und jetzt haben wir diese Fischform hier erreicht. Das heißt, den Zug einfach nochmal wiederholen. Rechts, oben, rechts, oben, rechts, oben, oben, rechts. Ihr seht, wir haben immer noch den Fisch. Also nochmal drehen. Der ist heute ganz besonders hungrig. Müssen wir also zweimal füttern. So, und jetzt bietet uns sich ein Bild, das schon langsam an einen fertigen Würfel erinnert. Da die Seitensteine hier passen, überall, das ist nicht immer der Fall, mache ich hier nochmal einen kurzen Cut, drehe das kurz auseinander und dann machen wir den Zug hier gemeinsam auch noch. Dann habt ihr wirklich alles mitgemacht. In dem Sinne bin ich gleich wieder da. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe die Ecksteine nun erfolgreich verdreht, sodass hier gar nichts aktuell stimmt. Das ist gut. Das bedeutet, dass wir den Zug, den ich euch jetzt gleich zeige, zweimal machen werden. Das heißt, wir fangen einfach mal an. Auch den blende ich euch wieder ein. Rechts runter, Front rüber, rechts runter, die Rückseite. Auch zweimal rüber, rechts nochmal hoch, die Front zurück. Rechts runter, hinten nochmal zweimal drehen, rechts zweimal hoch und oben zurück. Und ihr seht, orange stimmt, aber der Rest noch nicht. Was wir jetzt machen ist, wir drehen den Würfel so, dass die zwei richtigen Steine von uns weg zeigen. So ein bisschen wie beim Auto die Rücklichter, so könnt ihr es euch ganz gut als Eselsbrücke merken. Zwei gleiche zeigen nach hinten. Und den Zug einfach normal machen, also rechts runter, Front rüber, rechts runter, hinten zweimal, rechts nochmal rauf, Front nach links, rechts runter, Rückseite zweimal, rechts zweimal hoch und oben zurück. Und ihr seht, alles stimmt, bis auf die drei. Das ist völlig normal, dafür gibt es einen letzten Zug, auch der wird wieder eingeblendet.
Dafür müsst ihr erstmal gucken, wo euer fehlender Stein hier jetzt hin soll. Wie gesagt, gleiche Fläche hier zeigt immer von euch weg. Der hier muss hier hin. Also, was machen wir? Wir drehen ihn einmal komplett nach unten, so dass Weiß zu uns guckt. Drehen die obere Seite in die Richtung, wo er hin soll, hier unser Kandidat, also nach rechts. Rechts und links runter. Einmal drehen, so dass euer Stein wieder nach oben zeigt. Rechts und links wieder rauf. Und jetzt sollte es euch eigentlich schon ein bisschen auffallen, in welche Richtung das geht. Oben wieder zurück, dass die Dreierreihe wieder zu euch zeigt. Und rüber. Und damit gratuliere ich euch, ihr habt es geschafft. Ihr habt den 3x3-Würfel erfolgreich gemeistert. So geht's. Nicht schwierig. Ein bisschen üben, an ein paar Stellen ein bisschen auswendig lernen, da kommt man leider am Anfang nicht drum rum. Aber mein Tipp, wenn ihr Probleme bei einem dieser Züge habt, wiederholt den immer und immer wieder. Halte den Würfel in der exakt gleichen Position und macht den einfach 3, 4, 5 Mal, bis der sich so ein bisschen eingeprägt hat. Wenn ihr den ein paar Mal gemacht habt, werdet ihr sehen, dass ihr immer wieder den gleichen Zustand erreicht, weil ihr spielt ja quasi im Kreis. Wenn ihr den gleichen Zug immer wieder wiederholt, spielt ihr euch quasi selber wieder im Kreis zurück und könnt es quasi endlos machen, ohne den Rest, den ihr gebaut habt, zu beschädigen. Das ist der Vorteil daran. In dem Sinne hoffe ich, ihr hattet viel Spaß dabei. Jetzt geht's nochmal zurück zu mir. Und ja, Gratulation. So, jetzt habt ihr es erfolgreich geschafft. Das erste Mal den 3x3-Würfel gelöst. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Sollte euch das besonders gefallen haben, vergesst nicht zu liken, uns ein Abo dazulassen. Vielleicht einen Kommentar dazu, wenn ihr noch Fragen habt. Ich werde versuchen, alle möglichst genau zu beantworten. Und wenn ihr immer noch nicht genug habt, ich habe noch viel, viel mehr. Es gibt noch weitaus bessere und finde ich auch interessantere Würfel als den 3x3. Aber mit dem Wissen habt ihr jetzt auf jeden Fall die Basis, um so ziemlich jeden Würfel, zumindest der auf dieser Würfelform basiert, zu lösen. Es ist echt super einfach. Ich wünsche euch viel Spaß beim Üben und bis zum nächsten Mal. Ciao!